Wir möchten euch jetzt zeigen, wie ihr diese Taschen noch kreativer abwandeln könnt, beziehungsweise auf verschiedene Hosenmodelle auch übertragen könnt. Ja. Mit verschiedensten Taschenbeuteln, ob aufgesetzte Taschen, wie in diesem Falle, eine seitliche Eingriffstasche, genau, wie wir gerade bei der Basic-Hose hatten. Wir verraten euch jetzt hier unsere Kniffs und Tricks und gehen gleich an die Nähmaschine und dann sagen wir mal, los geht's mit dem Nähen. Wir haben hier verschiedene Taschen liegen und möchten euch da so ein paar Kniffs und Tricks dazu zeigen. Genau, es gibt verschiedene Varianten der Taschenverarbeitung. Das heißt, wir haben jetzt hier mal eine gerade Tasche oder halt auch eben, wenn man möchte, man kann natürlich die Form ganz einfach verändern. Spitze verändern. Das heißt, bei manchen Taschen wäre es ganz gut, gerade wenn man eine runde Tasche hat, wenn man eine Bügelschablone sich macht. Mhm. Das heißt, man schneidet einfach von dem Schnittteil die Nahtzugabe drumherum weg und macht das Schnittteil auf eine Pappe. Geht eigentlich ganz gut. Um ehrlich zu sein, ich bin ja auch Fan von dieser Bügelschablone sozusagen, also den Stoff ein bisschen großzügiger zuzuschneiden, wie man hier sehen kann, weil nur ein Zentimeter Nahtzugabe finde ich persönlich ein bisschen fummelig reinzubügeln bei einer Bügelschablone. Genau, deswegen kann man ruhig ein bisschen mehr Nahtzugabe geben oder die Bügelschablone ein bisschen kleiner zu machen, wie auch immer. Man kann es dann wirklich schön drumherum legen, den Stoff schön bügeln, erkalten lassen, ganz wichtig, weil man dann nachher wirklich den rausnehmen kann und dann schön aufstecken kann. Ja, gerade bei Rundungen ist es super. Bei geraden Taschen bügele ich die sozusagen ein. Was eine sehr schöne Sache ist, das ist unser doppelseitiges Klebeband. Bitte hier auch auf Markenprodukte achten, weil ich hatte schon einen Fall bei günstigen, das hat sich dann in die Nadel also die Nadel war danach verklebt, das war nicht so schön. Das Band. Das Wondertape ist super. Genau, aufbringen, dann, kann ein bisschen fummelig sein, bis man den Anfang findet, abziehen, das ist ja ein doppelseitiges Band, also die Trägerfolie abziehen und jetzt kann ich die Tasche wunderbar auf die Hinterhose, auf die Vorderhose anbringen oder hinkleben, wo ich sie möchte und sie ist fixiert und rutscht auch nicht mehr weg und dann kann ich sie ganz toll aufsteppen. So, wir können die jetzt mal so als Beispiel mal so da drauf kleben und damit ist die Tasche, wie gesagt, wunderbar fixiert. Auch Rundungen kann ich damit wunderbar eben absteppen. Ansonsten, wir hatten vorhin die Zwillingsnadel gezeigt und das ist auch eine schöne Idee für Taschen, die Taschen dann eben außenrum doppelt abzusteppen oder hier in eine Strassapplikation aufbringen. Da gibt es auch, ganz tolle Möglichkeiten. Mal so eine Jeans-Tasche mitten reinzusteppen, macht man ja auch schon mal. Ne? Genau, kann man sich mit einem Trickmarker vorher anzeichnen. Ist dann auch eine tolle Möglichkeit. Und jetzt möchten wir euch noch zeigen, wie man diese Eingriffstaschen näht. Es gibt bei uns auf der Seite auch ein kostenloses Schnittmuster für Taschenbeutel, die man sich auch an die Seite hier in jede Hose einarbeiten kann. Das Prinzip ist immer wieder dasselbe. Das ist jetzt eine Hose aus dem Hosenbuch und wir zeigen euch jetzt hier diese Taschenverarbeitung. Aber wie schon gesagt, vom Prinzip her ist es das gleiche, als wenn der Taschenbeutel jetzt hier in die Seitennaht eingefasst werden würde. So, und das haben wir jetzt hier schon mal vorbereitet. Und zwar habe ich hier meine Vorderhose. Da habe ich jetzt die Taschenbeutel aufgenäht. Und zwar so, dass rechts und links ein Zentimeter Nahtzugabe offen ist. Und ich habe mein oberes Teil auch schon vorbereitet. Mal ganz kreativ. Ich wollte nämlich das dann als rechte Stoffseite haben. Habe ich rechts auf rechts hier meine Taschenbeutel auch schon aufgenäht. So, jetzt lege ich das Ganze rechts auf rechts aufeinander und nähe an der Maschine jetzt von der Seitennaht bis zur Naht, klappe dann meine Nahtzugabe nach oben, nähe den Taschenbeutel rundherum zu. Ich klappe auch hier wieder meine Taschenbeutel nach oben, bis ich hier an den Punkt der Naht angekommen bin, nähe zur nächsten Naht und verfahre im selben Prinzip weiter. Und wie schon gesagt, ob die Tasche jetzt oben oder an der Seite ist, ist das gleiche Prinzip. Ich nähe das jetzt mit einem geraden Stich, weil hier wenig Spannung auf die Teile kommt. Und nähe das Ganze jetzt hier, ich habe jetzt hier weiß noch eingefädelt. Ich könnte das natürlich auch mit dem dunklen Garn nähen. So, ich kann mir das vorher auch noch mal schön feststecken.
Und wichtig ist nur, dass die Nahtzugabe eben nach oben liegt. Und nähe bis zum Nahtanfang, lass die Nadel unten stecken, hebe das Füßchen und nähe die Tasche rundherum fest. Wenn die Taschen exakt gleich geschnitten sind, dann habe ich da immer einen ganz guten Anhaltspunkt. Sehe ich auch hier, dass die Naht auf der Naht liegt. So, Nahtzugabe wieder nach oben. Bis zur Naht nehmen, Füßchen stecken lassen und im Endeffekt genauso bis auf die andere Seite weiternähen. Auch hier gucken, dass meine Nähte wieder aufeinandertreffen. Eine Nahtzugabe in die eine, die andere in die andere Richtung. Und verfahre nach demselben Prinzip, wie gerade eben gezeigt. So, jetzt haben wir es noch nicht gebügelt. Wir haben jetzt die Taschen nur eingenäht und es ist aber auch eine schöne optische Geschichte, dass ich den Taschenbeutel eben aus einem anderen Stoff gewählt habe als den Oberstoff. Und wie schon gesagt, da kannst du auch ganz toll deine Hosen mit den seitlichen Taschenbeuteln variieren. Und es ist nicht schwer, muss es 2-3 Mal genäht haben, aber vom Prinzip her kein Hexenwerk. Und dann hoffen wir, dass wir hier so 2-3 Kniffs und Tricks für Taschen weitergeben konnten und sagen dann einfach nur viel Spaß beim Nachnähen.